Als Ungarn im 19. Jahrhundert ein Teil der österreichisch-ungarischen Monarchie war, hat man politisch motiviert auf die finno-ugrische Herkunft der ungarischen Sprache konzentriert. Was gewisse Sprachstrukturen betrifft, vor allem, dass auch die ungarische Sprache eine agglutinierende Sprache ist, also Zeit, Person oder Kasus, werden durch das Hinzufügen von Affixen kenntlich gemacht, stimmt auch. Man hat schnell in den Finnen ein Brudervolk und in der finnischen Sprache eine verwandte Sprache gefunden. Doch wie sieht das in der Praxis aus? Tervetuloa ryhmään. Mistä päin tulet? IR-16. Everest Lufthansa Bayern-joukosta. Sieltäkö saakka lähet? Meghallgattuk a finszöveget. Mit értettél belőle? Semmit. Egy szót esetleg? Semmi. Man kann also aus dem Finnischen kein einziges Wort verstehen. Da die Ungarn wahrscheinlich aus dem Steppenland am Ural oder ursprünglich aus China stammen und dabei zahlreiche Turkvölker kontaktiert haben, gingen andere Wissenschaftler davon aus, dass Ungarisch mit den türkischen Sprachen verwandt sein könnte. Doch die Praxis zeigt ein ähnliches Ergebnis wie beim Finnischen. Diğer partiler, sivil toplum kuruluşları, kadın dernekleri ve medyanın önerilerini dinleyecek olan komisyon, daha sonra mutabakatın çerçevesini belirleyecek. Mit sikerült a törökből megérteni akár egyetlen szót is? Nem tudtam, nem értettem semmit. Also man versteht kein einziges Wort aus dem Türkischen und das ist mit allen anderen Sprachen auch so. Nach Klang und Verständnis ist Ungarisch anscheinend mit keiner anderen Sprache verwandt, auch wenn im Laufe der Jahrhunderte natürlich manche Wörter aus der deutschen, den türkischen und slawischen Sprachen übernommen wurden. Fest steht, dass Ungarisch keine indoeuropäische Sprache ist und so vertreten nicht wenige Sprachwissenschaftler die Meinung, dass Ungarisch wahrscheinlich eine Art Ursprache ist. Dafür spricht vielleicht auch eine der Besonderheiten von Ungarisch. Es gibt in der Sprache keinen Genus. Man kann zwischen Mann und Frau keinen Unterschied machen, weder beim Personalpronomen noch sonst wie. Ein Ö kann eine Frau oder ein Mann sein, also die sprachliche Gleichberechtigung ist im Ungarischen von Anfang an gegeben. Ö? Er, sie, es? Auch die Namen der Zahlen ähneln keinen Zahlennamen in anderen Sprachen. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc, kilenc, tíz. Ob Ungarisch eine Ursprache ist oder nicht, eine steht fest. Wer heute Ungarisch spricht, kann Texte, die vor 1000 Jahren aufgeschrieben wurden, recht gut verstehen. Fehér varu rea menek hodi uturea, 1038 aufgeschrieben, versteht man auch heute eigentlich mühelos. Auf ein sehr frühes Entstehen von Ungarisch weist wohl auch der Drang zur Singularform hin, dass also die Sprache bestrebt ist, alles als eine einzelne Erscheinung zu beschreiben. Fázik a lábam. Melyik? Mind a kettő. Man sagt aber auch, ich sehe 200 Mensch, also nicht 200 Menschen. Wenn man im Ungarischen nach Zahlen die Pluralform von Substantiven benutzt, klingt das sehr komisch und belegt sofort, dass der Sprecher Ungarisch nicht als Muttersprache spricht. Die Ungarn sind überzeugt, dass sie mit den Hunnen aufs Engste verwandt sind. Die ersten ungarischen Könige haben sich als die Nachfolger Attilas, des großen Hunnenkönigs, betrachtet. Ungarisch ist eine einheitliche Sprache. Aufgrund der Aussprache kann man nicht feststellen, wer aus welchem Landesteil stammt. Es gibt keine Regionalekte. Aber das schönste Ungarisch wird in Siebenbürgen gesprochen, mit sprachlichen Wendungen und Betonungen, die nur dort benutzt werden, mit einer Tiefe in der Sprache, die in anderen Landesteilen, von Nordungarn, heute Slowakei, bis Südungarn, heute Nordserbien, heute kaum noch so benutzt und ausgesprochen werden. Aber doch so, dass sie jeder sofort versteht und nicht anders, nur viel schöner findet. Das gilt übrigens für ganz Siebenbürgen. Siebenbürgen ist für einen durchschnittlichen Ungar bis heute die schönste Gegend Ungarns und das wird auch so bleiben.